Mein Name ist nicht ganz dicht, da kann man mich gut verstehen. Ja. Ja. Ich freue mich sehr, dass ich hier lesen darf, beziehungsweise vortragen darf. Danke erstmal. Ich werde heute aus meinem Buch zwei Texte vortragen. Bei mir ist das Motto immer originell, speziell, schwerstbegabt und vielleicht merkt man das auch, aber ich fange mal an mit einem Text, der ein bisschen zur Jahreszeit passt. Wir haben ja heute den ersten Advent und dieser Text, der geht so. Wenn alle Menschen Kekse backen und sich in ihren dicken Jacken schubsend in den Läden drängen und sich durch Weihnachtsmärkte zwängen, das eigene Wort nicht mehr verstehen, in Lichtermeeren untergehen, weil jeder noch Präsente sucht und dieses Fest schon fast verflucht und alle Tage sind verplant, weil das, was kommt, ja jeder ahnt, der Schnee dazu nicht fallen will und auch kein Kind hält hier noch still, bis irgendwann Bescherung ist, bevor man dann den ganzen Mist ganz einfach in die Tonne kloppt und weil man nur zusammenhockt mit Leuten, die man sonst nie sieht und denen man jetzt nicht entflieht, verfliegt die Liebe, siegt der Streit, dann herrscht so richtig Weihnachtszeit. So, und jetzt hätte ich mal eine Frage. Wer ist denn eigentlich alles nicht aus der Pfalz? Nicht aus der Pfalz? Ja, das ist die Minderheit, aber ich muss es ja zugeben. Ich muss ja zugeben, ich bin leider kein Pfälzer. Ich bin kein Pfälzer, aber ich würde gerne einer sein, denn dann gäbe es schon am Morgen den besten Wein. Ich hätte keinen Kummer mehr, dafür doscht und hätte die allerlängste Leberwurst. Ich bin kein Pfälzer, aber ich würde gerne einer sein, denn dann hätte ich den ganzen Tag Sonnenschein. Ich hätte keinen Kummer mehr, dafür doscht und hätte die allerlängste Leberwurst. Ich komme aus einem Ort mit 10.000 Seelen und von dort will ich euch mal kurz erzählen. Und das Schlimmste will ich euch vorweg verraten. Ich gebe es gerne zu, ich bin aus Baden. Ich komme von der verkehrten Seite vom Rhein. Inzwischen wohne ich immerhin in Oggersheim. Ich habe mich schon richtig akklimatisiert. Hab gelernt, dass man Saarländer hier nicht so akzeptiert. Wo ich aufwuchs, wird zwar gutes Bier gebraut. Doch inzwischen ist das Dorf total verbaut. Da lobe ich mir das schöne und romantische Lou. Wenn ich durchgehe, mache ich halt die Augen zu. Denn manchmal kommt Liebe auf den zweiten Blick. Dafür musste halt einfach mal immer die Brick. Ich bin kein Fan. Aber ich würde gerne da sein, denn dann gäbe schon am Morgen den besten Wein. Ich hätte keinen Kummer mehr, dafür doscht und hätte die allerlängste Leberwurst. Ich bin kein Pfälzer, aber ich würde gerne da sein, denn dann hätte ich den ganzen Tag Sonnenschein. Ich hätte keinen Kummer mehr, dafür doscht und hätte die allerlängste Leberwurst. Ja, ich stamm von da, wo man Waldhof unterstützt, doch hat es den Bube bislang nichts genützt. Dafür haben wir ja hier unsere roten Teufel, die bringen uns jede Woche circa zum Verzweifeln. Doch egal, wie sie spielen und welche Liga, im Herzen bleibt immer der Pfälzer Sieger. Und vom Klima sind wir hier privilegiert, weswegen meine Palme hier niemals friert. Ach, ich hätte doch kein Problem mit derere Hits und alle würden lachen über meinen Witz. In der Hand hätte ich permanenten Duppeglas. Auf dem Boschmarkt hätte ich doppelten Spaß. Ich würde mich zur Weinprinzessin küren und würde meine Wanderstiefel schnüren, denn wir haben hier das größte Waldgebiet. Noch ein Grund, warum es in die Palz mich zieht. Ich bin kein Pfälzer, aber ich würde gerne das sein, denn dann gäbe schon am Morgen den besten Wein. Ich hätte keinen Kummer mehr, dafür doscht und hätte die allerlängste Leberwurst. Ich bin kein Pfälzer, aber ich würde gerne das sein, denn dann hätte ich den ganzen Tag Sonnenschein. Ich hätte keinen Kummer mehr, dafür doscht und hätte die allerlängste Leberwurst. Mein Humor, der wäre hier mehr als deftig und mein Dialekt fänden andere heftig. In ihren Augen wäre ich provinziell, doch ich fände mich selbst einfach originell. Komm, geh fort, das wäre bald mein Lieblingsspruch und von Dampfnudel kriegte ich nie genug. Statt Gemüse gibt's für mich beste Schinke. Ich würde jeden Tag erst einmal eine Schoppe trinken. Nach Kriegen Wurst und Bratwurst würde ich gieren und würde sie mir genüsslich auf mein Landbrot schmieren. Meine Vitamine wären B, A, S und F. Und als Pelzer wäre ich per Du mit meinem Chef. Ich
würde lange feiern und noch länger pennen. Die Kartoffeln vom Acker würde ich Brombeere nennen. Eine Fliege hieße bei mir einfach eine Mücke und dafür müsstet ihr doch noch immer die Brücke. Ich bin kein Pelzer, aber ich würde gerne da sein, denn dann gäbe es schon am Morgen den besten Wein. Ich hätte keinen Kummer mehr dafür, Dosch und hätte die allerlängste Leberwurst. Ich bin kein Pelzer, aber ich würde gerne da sein, denn dann gäbe ich den ganzen Tag Sonnenschein. Ich hätte keinen Kummer mehr dafür, Dosch und hätte die allerlängste Leberwurst. Und die ganze Idiote, die wäre für mich nackig. Und die ganze Berger, die macht sich für mich nackig. Ich würde am Morgen in die Schlappe schnuppe und am Mittag gäbe ich Saumagen mit Metzelsuppe. Ich hätte hier ein Weinfest an jeder Ecke. Nie wieder ging ich fort, nett ums Verrecke. Und das eine kriege ich dann auch noch hin, dass ich irgendwann ein echter Pelzer bin. Ich bin kein Pfälzer, aber ich würde gerne das sein, denn dann gäbe es am Morgen den besten Wein. Ich hätte keinen Kummer mehr dafür, Dosch und hätte die allerlängste Leberwurst. Ich bin kein Pfälzer, aber ich würde gerne das sein, denn dann hätte ich den ganzen Tag Sonnenschein. Ich hätte keinen Kummer mehr dafür, Dosch und hätte die allerlängste Leberwurst.